Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Crime Scene Cleaner Simulator. Mein Gott, nochmal mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Wir haben in der letzten Folge die Italian Job erledigt, ja, vom Big Jim. Oder Jim Big, ne, Big Jim war so der Fall. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Wir sollen dementsprechend unser Handy finden und können uns hier nochmal dieses tolle Bild anschauen. Mit Paul, wer auch immer leider mal Paul war. Egal, wir haben 11 verfügbare Punkte. Yay. Und die können wir jetzt dementsprechend nutzen, wenn wir das denn wollten. Und wir wollen das. Jawohl, wir wollen das, wir wollen das. Und nochmal, wir wollen das. So, gehen wir mal kurz in die Werkzeuge rein. Erstmal setze ich den Punkt hier auf diese kombinierten Müllsäcke. Wird nämlich echt langsam Zeit. Taschenlampe muss nicht mehr aufgeladen werden. Unbegrenzte Power. Ich habe bis jetzt noch nicht mal verstanden, um was es da überhaupt geht. Erhöhte Kapazität. Die Kapazität von Müllbeuteln wird um 20% erhöht. Die Höhe der Reichweite der Müllerkennung wird um 20% gesteigert. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich wende jetzt erstmal kurz an die Müllbeutel generell an. Thema Wasser. Sie können einen zusätzlichen Eimer tragen. Sie können einen zusätzlichen Eimer tragen. Ja, naja, naja. Naja, was haben wir denn hier? Reines Reinigungsmittel erhöht die Reinigungskraft auf allen Oberflächen um 20% und auf schwierigen Oberflächen um zusätzliche 15%. Und unbegrenzte Kapazität bietet unbegrenzte Anzahl von Reinigungsnutzungen. Ja, dann würde ich eben mal das noch hier vorschlagen, dass das hier einmal mit aufgefüllt ist. Nochmal so einen zusätzlichen Euro. Achso, den habe ich ja gesagt, verbesserter Emer. Es können 3 Reinigungsmittel in den Emer gekippt werden. Ist natürlich auch nicht schlecht. Wollen wir mal Änderungen speichern? Nein. Ich muss mal kurz gucken, was hier noch geht. Hier gibt es noch eine Leiter. Ach hier, guck mal, diese Axt, genau, die wollte ich sowieso haben. Diese Oszillation schwächt im Laufe der Zeit in der Nähe befindlichen Flecken ab, was sie leichter zu reinigen macht. Elektrischer, okay. Kann man das? Da sind wir bei 3. Erhöhte Schwächungswirklichkeit. Flecken schwächen sich 25% schneller ab über die Zeit. Ja. Ich wende das mal kurz an. Jetzt habe ich nämlich noch 5. Ich brauche eigentlich keinen zweiten Emer. Bin ich early? Das ist mir relativ egal. Aber hier die 3 Reinigungsmittel, die hätte ich gerne auf jeden Fall noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Zusätzliche UV-Lampe, Rundumlampe. Eine Lampe, die das Licht in alle Richtungen ausstrahlt. Ja, die hätte ich, ja, das hätte ich gerne. Danke, danke, danke. Und guck mal, da kann ich sogar noch eine zusätzliche. Komm, dann machen wir das einfach mal und fertig aus. Mickey Maus. Passt soweit. So, dann suchen wir mal unser Handy. Und da ist der Big Jimmy dran, oder? Mr. Kowalski, Boy Big Job. Not even a drop of ketchup left. So I've sent you a little present. Big Jim likes to appreciate his people. I also put in a good word for you in the underworld. Expect new customers coming. Hmm. More customers or more psychos? Hmm. Na, ist doch nett. Achso, halt. Wo ist mein Feini? Feini, Feini, Feini? Mein Feini? Hier ist mein Feini. Hallo. What? Such a good boy, you don't want to touch that. Ein Feini. So, Brett zu und bitte, you. Villa an den Bergen. Ah, das kennen wir, das war in der Demo. It's open, just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. Mom, what are those noises down there? Ah, Tomatensuppe. Na herrlich. I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family.
The problem is I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Ja, ja, die Pflicht ruft, die Pflicht ruft. So, dann gucken wir mal. Hallo Nachbar, ich hoffe, Sie haben nicht genug von mir, Herr Kowalski, denn Sie wissen, Sie was, Trisha und ich ziehen zusammen in eine Wohnung in Ihrer Nähe. Vielleicht ist es jetzt einfacher, sich zu treffen. Ja, auf jeden Fall. Reinigungsdienste werden dringend gesucht. Grüße des Standards, Stufe 3, 12.000. Und das wird in der Tat, Affäre mit dem Tod, das ist in der Tat jetzt ein relativ großes Ding, weil das ist eine echt große Villa. Also eine echt große Villa. Ja. Das kennen wir ja, wie gesagt, schon aus der... Wo ist denn eigentlich mein Feini? Das kennen wir nämlich schon aus der Demo. Und da war das schon... Naja, nicht schlecht, sagen wir es mal so. Elena, was ist denn jetzt schon wieder? Sie ist deine Tochter, Herr Kowalski. Sie leidet an einer schweren Krankheit. Ich habe gesagt, ja, na, danke für... Das ist ja eine ganz neue Info. Habe ich ja noch nie gehört. Gut, keine Ahnung, wo mein Hund ist. Ist mir so erstmal egal. Hier ist mein Hundi. Daddy is a criminal now, but you're still a good boy. So, Affäre mit dem Tod. Let's go! Das wird jetzt wirklich eine lange Nacht werden. I don't know at which point it started to become mundane, but I do remember that at that time, all I was thinking about was at least it wasn't me who was being put in a bag. Du, 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 du. Good morning. Vietnam. So. Time to look for the bodies. Ah ja, das kennen wir ja schon. Wunderherrlich. So. Schwimmbecken. Genau, genau, genau. So sieht's aus hier. Wunderbar. Locked. Maybe the pool boy has a key on him. Holy fuck. A bloodbath. Sieht gut aus. So. Oh. Liegt noch schon der ersten Spuren rum. Der ist schon vollgeladen. Sehr gut. Zusätzliche Werkzeuge. Verschiedene Werkzeuge für spezielle Bedürfnisse. Oh, nice, 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 nice. Starkes Reinigungsmittel. Reinigungsmittel verlangsamt. Gibt's da nicht mittlerweile? Habe ich jetzt nicht ein neues noch freigeschalten? Zurückgehen. Verlangsamt die Rate, mit den Werkzeugen verschmutzt werden, dass die Waschfläche um 30% erhöht. Verlangsamt die Geschwindigkeit, dass das Wasser verschmutzt wird. Und erhöht die... machen wir einfach das hier. So, hätten wir einmal. Hätten wir zweimal. Hätten wir dreimal. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Gut, dann machen wir einen Mülleimer. Sehr gut. Erstmal den groben Schmutz hier wieder wegbekommen. Weil den Pool werden wir dann, denke ich mal, mit den Hochdruckreiniger machen. Das hat sich ja eigentlich ganz gut bewährt, würde ich mal behaupten.
So. Sehr schön. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Dann machen wir mal den Euro immer wieder mit hier rüber. Ein bisschen markieren, 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 markieren. Zack, rein damit. Und weiter. So. Markieren, markieren, also schon wieder voll. Sehr gut. Aber wir haben jetzt die Fähigkeit, das mit diesen zusammengekloppt da. Mal gucken, ob das was bringt, wie das was bringt und so weiter und so fort. So. Markieren und. That's where he was shot for the first time. Managed to walk a few steps and fell into the water. So, gucken wir mal, eine leere Pizzaschachtel. It's not like they need it anymore. Ah, wie blöd. Ich glaube, in der Demo war das sogar noch so, wenn wir was geklaut haben, wurde das sogar negativ irgendwie ausgelegt. Ich glaube, das haben sie dann nochmal überarbeitet. Also ich erinnere mich so grob daran, dass das so war, wie es war. Und ich glaube, den Rest brauchen wir gar nicht, ne? Also, na gut, selbst den Eimer verschmutzen brauche ich nicht. Verlangsamt die Rate, ne? Ist ja eigentlich dann relativ egal. Also, hier brauche ich keine 3. Sehr schön. Na, dann machen wir mal hier den Einstiegsbereich frei. Ah, hier liegt doch schon der erste. Dubidubi, dubidu, dubidubi, dubidu. So. Herrlich, herrlich, herrlich. Kommen wir uns dann hier erstmal so ein bisschen zusehen, dass wir hier keine neuen Spuren dran machen. Ich glaube, Wasser ist eh leer, ne? Naja, ein bisschen geht noch. Problem an den Hochdruckreiniger ist dann nämlich, wir ballern da natürlich das Reinigungsmittel auch deutlich schneller durch als wie mit dem Wischmopp, weil das Ding ist jetzt alle. Und damit gehen ja auch dann, uppala, damit gehen dann ja auch die Reinigungsmittel leider Gottes mit raus. Aber wenn wir irgendwann dieses unendlich geskillt haben, dann ist das natürlich auch wiederum egal. Gehen wir hier rum, bitte. Können wir das alles schön hier nach und nach machen. Obwohl die Flecken aus irgendeinem Grund ja nicht weggehen wollen. Gut, manchmal ist es komisch. Ja, das geht aber. Was haben wir hier noch drinne? Ja, bitte. Können wir noch nutzen, solange wir es haben.
schön. Das ist das gute Stück, nehme ich auch schon wieder, oder? Oh, dann nehmen wir mal meinen Euro immer. Oder machen wir den Rest erstmal so, geht nämlich auch. Ob das glänzt wieder. Ah. Der Schlüssel. So, das war dann alles am Blut hier unten. Na, ging nämlich auch relativ schnell. So. Hier ist noch ein Stuhl, da müssen wir jetzt generell mal hier gucken. Dass das alles hier wieder seine sozialistische Ordnung hier bekommt. Oder ist der Stuhl einfach nur so dort gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier hinten ist es auf jeden Fall relativ ruhig, relativ sauber. Aber ich sehe jetzt nicht, dass hier der Stuhl irgendwo hin muss, ne? Entsorgte Körper. Also das ist generell Schwimmbecken sammelt Beweise 0 von 1. Also irgendwo muss ja noch ein Beweis sein. Und stelle die Möbel doch... doch, die Möbel müssen wieder an ihren Platz. Also irgendwo muss der Stuhl hin. Die Frage ist halt nur, wo... Hm. Na gut, ich rammel erstmal kurz hier den Körper weg. One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. Ja. Passiert. Dachte ich, dass ich ein Stummeltier schleppen kann. Hier ist halt der Weg zum Auto übel lang. Weil wir halt hier übel außerhalb halt also was ist übel außerhalb, aber schon deutlich weiter außerhalb als sonst, ne? Ah, come on. No need to thank me. Warte mal, hier hinten ging das ja nochmal. Werkstattschlüssel verwendet. Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see them. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Gut, na dann... Füllen Sie den Pool wieder mit Wasser, bitte. Na herrlich, na herrlich, na herrlich. Passt doch. So. Ach, da hinten. Ich hab's gerade gesehen. Da musst ihr hin. Hier. Sehr schön, dann ist hier alles erstmal gesäubert. Dann ging es hier hinten noch irgendwo lang. Aha. Okay, den kann man nicht verwenden. Ich dachte, den konnte man. Ne, scheinbar nicht. Ging das hier hinten nicht noch irgendwo hin? Naja, kam man nur hier hin, also nach da unten. Ich dachte, hier hinten war auch noch was. Aber anscheinend nicht. Ich weiß aber... Dass wir hier spielen können. Ui! Oh. Okay. Wir haben mehrere Versuche. Na? Ah. Gibt bestimmt noch Errungenschaft, wette ich mit euch. Na? Warum verdrödeln Sie Ihre Zeit? Egal. Wirf einen Ball in den Korb. Wunderbar. Eine Errungenschaft, die nehmen wir immer mit. So, gut. Dann passt das, dann passt das. Hier ist mal immer. Den sage ich mal kurzerhand ein. Strom haben wir wieder angeschalten. Das heißt, wir kommen jetzt auch hier oben rein. Das war ja nämlich elektronisch alles. Hier war nichts weiter. Da haben wir uns schon umgeschaut. Dann geht's jetzt einmal rein.
Hallo, willkommen in dieser wunderschönen Villa. Alles mitnehmen, was wertvoll aussieht. Sehr schön. Radio kann anbleiben, ein bisschen klassische Musik geht bekanntermaßen immer. Genau, hier ist das Badezimmer. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. So, den Ring nehmen wir mit. Zahnpasta, Cobra, Manett. Wunderbar. Also, haben wir hier drinnen schon mal. Looks like I'm on a key hunt. These doors won't open themselves. Hier ist nichts weiter. Ja, was auch nicht allzu viel zu tun. Dann besteht unsere Aufgabe ab hier. Herrlich, herrlich, herrlich. Was ein Chaos hier. So. Ja, war gar nicht so dramatisch. Zack, 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 zack. Flupp. Erstmal die ganzen kleinen Einzeldinger hier wegruppen. Sehr schön. Ja. Wir können jetzt erstmal durch diese ganze Blutsäße hier latschen. Weil es ist nur am Ende des Tages auch egal. Hauptsache, wir haben erstmal einen gewissen Teil. Probably had no idea somebody's after her husband. Time for a bag swap. So, bitteschön. Sehr schön. Bitte rummatschen hier. So. Das scheint alles gewesen zu sein. Wir bitteschön. Den wollen wir mal. Erstmal den schönen Deppchen wieder reinmachen. Und dann arbeiten wir uns hier systematisch voran, würde ich meinen. Voll. So, aber auch erstmal eins nach dem anderen. Ne? Ich meine, ich mache jetzt hier schon mal ein bisschen rüber. Aber der Rest hier. Den machen wir dann noch erstmal. Kümmern wir uns erstmal schlimm um die Küche oder was das dann hier immer ist. Erstmal schön hier durch. Auch schon wieder voll. Machen wir den immer ein bisschen mit hier hin. So, ist aber auch eine Sauerei hier vorm Herrn. Ne? Ich meine, Leute, können wir auch noch mit dem Dings arbeiten, aber. Also mit dem Hochdruckreiniger, theoretisch gesehen, aber. Das ist dann erstmal egal. Was ist auch schon wieder voll? Das muss Schnee mal tauschen. Der war hier. Gut, ich erkenne mittlerweile, also ich erkenne den Sinn eines zweiten Euro-Emers an. Aber am Ende des Tages müssen wir den ja so oder so dann auch immer schleppen. Also, hoppala. Brauch ich nicht, danke. Waschfläche erhöhen. Und hier ist doch immer mal nicht so. Das Wasser nicht so schnell tragschwert. Ah.
das hier. Dann bitte schön voll Strom rumwischen. So, hier nehmen wir mal den Lappen. Naja, gut, hier ist halt noch viel dazu, genau genauso wie hier. So, gut, hier haben wir jetzt ein etwas größeres Schmankerl. Hoppala. Ne, sag ich mal. Aber das kriegt man über das sauber. Boah. Muss man ganz schön oft ausringen hier bei den Dingen. Da sieht das doch schon alles wieder. I should clean it first. Aha. Herrlich, Uma, da ist sogar Geld unten drunter. Was willst du mehr? Was willst du mehr? So, dann haben wir einen Stuhl. Aber der scheinbar nicht hier rankommt oder so, ich hab keine Ahnung. Schau mal, gibt's da auch wieder? Ah ja, da gibt's unterschiedliche Stühle. Okay, also geht der hier drüben irgendwo hin. Ah, muss erstmal alle Stühle hier wieder finden. I can't put it back like that. First things first, gotta scrub, scrub, scrub. Ich denke, ich habe den komplett sauber. Nein, hatte ich noch nicht. Gut. Sehr schön. Ich dachte, ich hätte den sauber gehabt. So. Tried to make that call, but ran out of time. So, dann hebe ich dich mal kurz auf. Komm mal her. Komm her. Komm her. Multiple gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? So, sie bleiben erstmal hier. Ich muss erstmal noch meinen Job machen. Sonst war das ja nämlich nicht. Wir müssen hin hier. So. Wo kommt denn der gute Dude hier hin? Anscheinend hier erstmal noch nicht. Da lege ich dich erstmal hier ab. Gut, aber ihr Teile kommt doch. Ah, ihr kommt hier hin. Sehr schön. Und ihr kommt hier hin, ne? Na, perfekt. Schön. Bringen wir mal wieder ein bisschen Ordnung in das ganze Chaos hier rein. So. Da habe ich ja noch einen. Und du kommst hier hin. Na, herrlich, herrlich, herrlich. So. Hier noch irgendwo was. Ja, diese kleinen Flecken hier noch. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier weiter. If you'd ever bought these, maybe you could have saved your family. Yeah, probably not. So. Dann mal hier generell falsch durchwischen. Dann machen wir hier weiter. Oh, das ist eine Menge.
Naja, ich wollte gerade sagen, dann komme ich mit den Lappen doch gar nicht weiter, ja. So. Da ist wieder Judas, hier noch ein bisschen. Kommt er hier hin? Perfekt, nur hätten wir das auch schon mal. Ein Kochbuch! Sehr schön, in der Mikrowelle. Komm, ich sieh's gleich. So, ach ja, da unten der Keller, stimmt, da ging's ja auch noch weiter. Haben wir da einen Wasseranschluss? Jesus, that one was torture. Handy for breaking bones. Mhm. As if one wasn't enough. A lot of stab wounds, some drill marks. Easy to see it was deeply personal. So that must be Mark. Hi, Mark. Hi, Mark. Tja, das mit dem Betrügen war keine gute Idee. Guck mal, ich setz dich mal zu ihr. So. Ja, kannst du machen, nichts, ne? Basiert halt. Basiert den besten Familien. So, mal gucken, ob ich hier mit Innerladung hier unten auskomme. Wäre wünschenswert. Eju. Da ist der Keller auch schon wieder Rene. Und hier hinten gibt es ein kleines Geheimnis. Da müssen wir einfach nur hier das ganze Gedönsrad mal wegräumen. Hallo, hallo, hallo. Wow. Looks can be that deceiving. Vor allen Dingen immer $2, ne? Ist ja auch der Witz. Hier ist ein riesen Ding. Yes, totally worth it. Money for nothing. Befreie dich von wertlosem Papier aus dem Keller. Also das ist Falschgeld scheinbar. Okay. Das ist natürlich sinnlos. Aber ich hab's trotzdem mitgenommen, weil why not, why not, why not. Man weiß ja nie, ob man es mal für irgendwas braucht. So. Gut, ne, passt. Dann können wir wieder hochgehen. So. Wollte gerade sagen, wenn es geht, nicht ausschütten, bevor wir wieder unterm Wasserhahn sind. Und der ist hier. Herrlich, herrlich. Meine Damen, meine Herren, wir sind erstmal wieder fertig hier für diesen Part. Deswegen danke ich natürlich auch wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mal gucken, ob wir es in 2 Folgen fertig kriegen, das Ganze hier. Weil, wie gesagt, wir haben noch ordentlich was vor uns, da von mal ganz abgesehen. In dem Sinne, ich bin aber erstmal raus. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski. Tschüss.